Der Islam ist die Lebensordnung, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns bestimmt hat. Und oft stellt sich die Frage, lieben wir Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es ihm gebührt? Haben wir wirklich Tawakkul auf Allah? Wenn unsere Eltern uns etwas anordnen, dann gehen wir dem nach. Wir vertrauen ihnen, dass sie es gut meinen und ergeben uns ihrem Befehl. Wenn unser Chef uns einen Auftrag gibt, so sind wir eifrig darin. Wir tun alles, um die gestellte Aufgabe meisterhaft zu erfüllen. Doch wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Sache befiehlt, so denken wir zweimal darüber nach. Wir handeln nicht immer sofort. Dies ist nicht die Denkweise eines Muslims. Ein Muslim, der sich Gott ergeben nennt, hört und gehorcht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, doch die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richten möge, ist nichts anderes, als wir hören und gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas befiehlt, dann steht es einem Muslim nicht zu, widerwillig zu sein. Er ergibt sich und unterwirft sich den Gesetzen des Islam. Der Diener Allah stellt seine Neigung zurück. Er beugt sich vollkommen Allahs Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns in der Geschichte von Ibrahim alayhi salam auf, was es bedeutet, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen und sich seinen Willen zu ergeben. Ibrahim alayhi salam wünscht sich einen Sohn. Nach vielen Jahren der Bittgebete und der Geduld gab Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann einen Sohn. Es war Ismail alayhi salam. Nach einiger Zeit verlangt Allah, dass Ibrahim seinen Sohn opfern soll. Trotz dieser harten Prüfung unterwarf sich Ibrahim alayhi salam diesem Befehl. Nun stelle man sich vor, dieser Befehl würde heute an uns ergeben. Was würden wir tun? Würden wir so wie Ibrahim alayhi salam handeln? Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns weit weniger als das, was er von Ibrahim alayhi salam verlangt hat. Er gab uns das Buch der Weisheit, das uns sagt, was richtig ist und was falsch. Die Gehorsamkeit zu seinem Befehl bedeutet für uns das Paradies und die Ungehorsamkeit das Höllenfeuer. Der Mensch ist in seiner Wahrnehmung begrenzt. Allah subhanahu wa ta'ala ist aber allmächtig. Er kennt das Verborgene und das Offensichtliche. Er hat den Menschen erschaffen. Nur er kann wissen, was gut und schlecht ist. Auch wenn es der Logik des Menschen widerspricht. Wie war das denn mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Was taten sie, als der Alkohol verboten wurde? Haben sie das hinterfragt? Sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben eine Begründung gefordert? Nein! Genauso haben die Frauen sich sofort bedeckt, als der Befehl dazu kam. Wenn ich nun weiß, es ist verboten, Alkohol zu verkaufen, so muss ich kündigen und auf Allah vertrauen, dass er mir etwas Besseres gibt. Und wenn ich erfahre, dass es verboten ist, eine Freundin oder einen Freund zu haben, so darf ich nicht länger eine Beziehung haben und muss es beenden und darauf vertrauen, dass Allah mir den erlaubten Weg ebnet. Das ist Hören und Gehorchen. Zu begreifen, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der weiß, was gut für den Menschen ist, und was schlecht.